1, wir gehen auf Plan D auf beiden Autos. Und da sagt, bist du dir sicher, dass das die beste Lösung ist? Alonso mit dem Softreifen von Bayern Carlos Sainz. Ja, aber jetzt kommt das richtige wieder. Ja, meine Frage ist, das wäre natürlich die Möglichkeit für Alonso jetzt den roten Reifen wieder abzugeben. Das ist eben zu kurz jetzt. Das ja, ist das aber Problem. Das bringt zu wenig. Nein, aber dann fällt er ja ganz zurück im Feld. Ja, macht keinen Sinn jetzt. Er hat auch den Vorteil vom roten Reifen noch nicht nutzen können. Richtig. Das, genau, das ist das Problem. Und da unten hält er schon, muss man auch sagen. Ja, und das Feld ist so nah zusammen, der kommt ja jetzt auf Platz 17 raus, ja. Und 18. Also tatsächlich war vor diesem Rennen die Safety Car Wahrscheinlichkeit bei 75%, also doch recht hoch. Ja. Deswegen auch dieses Rennen macht seinem Ruf alle Ehre. Das ist gut. So, oder draußen, Bottas draußen, Stroll möglicherweise mit Beschädigung, Daniel Ricciardo definitiv mit Beschädigung. Das wäre ihm so zu wünschen gewesen, dass der mal ein ordentliches Rennen hier abliefern kann. Da kann er wirklich überhaupt nichts dafür, wenn der Kanadier da hinten reinfährt. Die Frage ist, ist auch Piastri da unbeschadet durchgekommen, denn Daniel hat den da ein bisschen auf die Hörner genommen. Das Ganze zum Glück nicht mit allzu großer Geschwindigkeit, sondern doch auch von der frei werdenden Energie ein Unterschied, ob du mit 200 hinten drauf fährst oder mit 60. Und das Duell um Platz 10 lautet Hülkenberg gegen Hamilton, wer hätte das gedacht? Ja, ich sehe mir auch, der Hamilton jetzt wieder motiviert ist, weil es geht zum Punkte, der hat davon angekommen. Ja. Jetzt geht nicht mehr lange, ich kann mir vorstellen, dass der jetzt wieder heiß ist. Ja. Hatte zwischen den Rennen ein bisschen einen leichten Hänger hinter dem Alpine, aber jetzt bin ich gespannt, wie er sich gegen Nico fahren wird. Das Abschleppauto hatte den Racing Bull schon aufgeladen, also kann nicht mehr allzu lange dauern. Safety Car gibt es dann, wenn ein Abschleppwagen an die Strecke muss, wenn das Auto sozusagen nicht händisch von den Marshalls schnell entfernt werden kann. So, und wo finden wir Joe Guan Yu auf Position 15? Jetzt schauen wir nochmal. Stroll. Also du siehst es ja vorne auch schon vom Reifenrauch her, dass da was nicht passt. Ja. Also dass Daniel Ricciardo da jetzt absichtlich auf die Bremse gestiegen wäre, dass sich vor ihm ja schon Alonso verbremst oder Russell, einer der beiden war das. Und da sehen wir noch die Nase des Racing Bull bohrt sich da ins Getriebe, zumindest in die Rear Impact Structure, also die hintere Crash-Struktur von McLaren hinein. Ich glaube, der McLaren ist davon gekommen, der hat abgebogen, bevor es dann irgendwie einen Hebel gegeben hat. Rechts der Haas, also da glaube ich, kannst du jederzeit argumentieren, warum du da vorbeifährst. Ja. Man auf Sicherheit sich darauf verständigt, Ricciardo hier vorbeizulassen. So, wie lange dauert es noch, bis Bernd Mailänder wieder abbiegt? Was müssen Sie denn jetzt machen? Die Strecke ein bisschen sauberer. Das übrigens, meine Damen und Herren, ist meine absolute Lieblingskameraeinstellung aus China. Der rasende Panda-Bär Alex Albon. Kung Fu Panda, oder? Ja, interessantes Helmdesign. Der hat ja mit seinen Geschwistern gemeinsam eine eigene Comic-Linie, wo es um Tiercomics geht, die sehr populär sind. Hat auch schon das eine oder andere Mal am Helm gehabt. Ach, da haben wir gesagt, Kung Fu-Schule. Das wollte er natürlich hier jetzt nicht auslassen, diese Gelegenheit.